Es gibt eine gute Nachricht von außerhalb des Bundesgebietes, und zwar aus Nordafrika. Dort braucht man keine Atomkraftwerke, wir lesen. Wir haben einen ganz tollen neuen Flüchtlingsstrom. Es hat mich schon überrascht, dass ein Drittel aller, die da flüchten, Akademiker sind. Und ich höre doch immer, wir brauchen Akademiker, Ingenieure. Wir haben sie nicht. Und wenn wir sie selbst ausbilden, haben wir sie vielleicht in 5 Jahren, aber nicht jetzt. Und wir brauchen sie jetzt. Warum sind wir da nicht flexibler und nehmen die auf? Solange es nicht über ein Casting läuft, finde ich das in Ordnung. Ich finde problematischer an diesem Wort, dass immer dieses, dass so aus politischen Tatsachen quasi Naturtatsachen werden. Dass man so als Flüchtlingsstrom wie der reißende Mississippi, man kann bestenfalls Dämme errichten und man redet nicht über die Politik. Mich erinnert so in gewisser Weise, es gab ja anlässlich Ägypten den Vergleich von Frau Merkel mit der Revolution in der DDR. In gewisser Weise ist da was dran.